Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf dem Privatgestüt Möninger Berg und ja, wir zeigen euch heute mal ein bisschen den Stall, die Junghengste, die Fohlen, die Stuten und ja, ein paar Eindrücke. Du bist süß, Alter. Alter, bist du süß? Ja, ja, das setzt sich gleich hin, weil es so toll ist. Toll, toll. Genehmigt. Ein Ur-Noriker. Die Urgroßmutter hat ein Noriker im Blut und Noriker haben sehr oft das Mohrenkopf-Schimmel. Ja, wie nennt man das? Syndrom oder Phänomen? Spezielle Phänomen, ja, spezielle Erscheinungsweise. Und zwar Kopf, Füße und Behang, Schweif. Bleibt immer schwarz und im Winter wird auch der Mittelteil komplett schwarz. Und im Frühjahr ist der Mittelteil sogar noch ein bisschen heller als jetzt. Und das finde ich einen wunderschönen Effekt. Ich habe die Urgroßmutter von ihr, habe ich auch sehr gern geritten. Es war ein ganz tolles Pferd, das war die Chinia. Die Chinia ist auch hier irgendwo. Das ist die Mutter, die ist jetzt 26 Jahre alt. Jetzt sieht man sie auch. Ja, ne? Ja, die hat nicht ganz so dieses Graue, also die ist ein bisschen dunkler, aber die, da sind schon Leute gekommen und gesagt, ey, was hast du denn da für einen tollen Rappen? Ne? So heißt die Chinia. Wieso die Chinia? Die ist doch mausgrau. Ja, ja, aber im Winter ist die schwarz. Ja, und das ist, finde ich, ein schöner Effekt. Und der hat sich, obwohl er eigentlich rezessiv ist, hat er sich jetzt über 4 Generationen erhalten. Eher zu aufdringlich als zu wenig. Mhm. Und da hat man natürlich, wenn man das Pferd als Dreijährigen hat, hat man natürlich einen riesen Vorteil, weil man ein Pferd hat mit Vertrauen. Ja, das ist unheimlich wichtig. Das ist wichtig, ja. Sind die nicht alles? Ja, können wir alle mitnehmen, gell? Sag direkt vor das Bild geschoben. Wir kommen im Dezember wieder. Ich nehme euch alle mit nach Hause. Vorführeffekt. Ja, normalerweise fetzen die da rum. Wir reiten jetzt nur mal geradeaus und laufen in den Meer.
und den Zügel wirklich so annehmen, dass ich kaum irgendwie so spüre. Ne? Schon ein bisschen, dass es gut durchhängt. Aufpassen, wenn ich falsche Signale mache, dann macht er den Bart. Einfach mal eine Runde. Wenn er nach innen geht, gehen wir mit Außenzügen etwas nach außen. Aber nicht viel, also das sind nur Zentimeter. Ich komme Ihnen an, Anfänger gerade. Ja, das ist normal, aber Sie sitzen nicht. Also nach rechts mit der Hand, ne, dann könnte es an die Außenbahn führen. Das ist die linke Hand, was ich jetzt habe. Wo die Uhr ist, ist links. Und die andere ist die rechte Hand. Ne? Gut, weiter. Zirkel. Auf den Zirkel zeigen.